Lösung. Kaum auszuhalten. Irre Zahnschmerzen, Riesendruck vor der Prüfung oder die unerträgliche Spannung im Endspiel. Und dann ist sie plötzlich da. Die Erlösung. Aber was ist das eigentlich? Erlösung. Wenn man alle Aufgaben geschafft hat und keine Sorgen mehr hat, ja, man ist dann erlöst eben. Wenn ich zum Beispiel Stress irgendwie mit Eltern oder Freunden habe und ich dann halt mich mit denen vertrage. Sich komplett von sämtlichen materiellen Dingen lösen und mal einfach ausschalten. Wenn man Probleme hat und wenn irgendjemand einem geholfen hat, die zu lösen und wenn dann alles von einem gefallen ist. Wenn Schmerzen und Druck weg sind, fühlen wir uns befreit. Oh yeah. Erlösung kann aber noch mehr sein, sagt Ulrich Fischer, Bischof der Evangelischen Landeskirche in Baden. Es gibt manches, wo wir gebunden sind an uns selber oder an Gewohnheiten, die uns eigentlich nicht gefallen und von denen wir wissen, eigentlich sollten wir sie lassen. Und Erlösung heißt, davon frei werden. Früher war das Leben für viele Menschen ein einziges Elend. Kriege, Seuchen, Hunger und Durst. Da reichten schon Kleinigkeiten, um die Menschen zu erlösen. Da wird ein Brunnen gebohrt und plötzlich hat man das Wasser und dann ist man erlöst von diesem ständigen Durst. Das heißt, da hat Erlösung dann auch nochmal so diesen Aspekt, da geschieht eine Veränderung des Lebens hin zum Besseren. Aber ich kann natürlich auch Menschen verstehen, die nur noch leiden unter ihrem Leben, dass sie dann auch sagen, davon möchten sie erlöst werden. Und das war im Mittelalter mit Sicherheit sehr viel mehr der Fall. Christen sehen ihren Erlöser in Jesus Christus, den Sohn Gottes. Er hilft ihnen, nicht nur an sich selbst, sondern auch an andere zu denken. So wie das Jesus mit seinem Tod für uns arme Sünderlein getan hat, sagt Ulrich Fischer. Damit hat er uns einen Weg freigemacht, dass wir jetzt in seiner Spur auch einen Zugang zu Gott haben. Hingehen können und sagen können, Vater, ich habe etwas falsch gemacht, vergib mir und jetzt kann ich wieder neu leben. Und ich glaube, das ist ein wesentliches Geheimnis von Erlösung, dass hier jemand einen Weg für uns gegangen ist. Frei werden von Fesseln, die uns binden, die uns nicht gut tun und so Gott näher kommen. Das ist Erlösung.